Und damit mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 0. Falls ihr euch jetzt fragt, Folge 0, wieso weitere, schaut doch mal in Battletech vorbei. In der Rogue-Tech Mod gibt es ebenfalls in der kurzen Staffel, bis ich sie erstmal ausgesetzt habe, wie mit dem neuen DLC, ebenfalls ein Mod, wo ich euch ein bisschen beim Installieren geholfen habe. Für XCOM wird das gleiche jetzt auch passieren, denn wir werden, wie es der Bildschirm schon zeigt, die Long War of the Chosen Mod zusammenspielen. Und diese findet ihr nicht zum Beispiel in der Steam Community, in den Workshops, sondern ihr müsst den Hauptmod da dazu noch auf der guten Seite GitHub runterladen. Diese werde ich euch verlinken mit einem genauen Link zu halt dem Long War of the Chosen Mod. Kommt noch. Seht ihr dann in den Beschreibungen etwas weiter unten. Und da steht im Grunde alles drin, was ihr wissen müsst, um das Ganze zu installieren. Es ist auf Englisch, dessen ist nicht jeder so hundertprozentig mächtig. Und selbst dann kann es auch nochmal zu Verwirrungen kommen. Ich persönlich habe schon installiert, habe auch schon so ein paar kleine Zusatzmods noch mit drauf gemacht, hauptsächlich so kosmetischen Krempel, damit wir mal ein paar mehr, ich sag mal, Gesichtszüge, Panzerungen, wie auch immer sehen können. Und genau das werden wir dann zusammen ausprobieren. Jetzt erstmal kleine Hilfestellung, also wie gesagt, Link kommt unten und das Ganze ist hier von den Machern schön beschrieben mit Installation Steps. Das ist eine Unterseite auf dem GitHub von Long War 2, deswegen gebe ich euch den direkten Link, weil es ist gar nicht so einfach zu finden. Gebe ich ganz offen zu. Muss man schon ein bisschen genauer gucken und wenn man GitHub vor allen Dingen auch nicht kennt, dann findet man es nicht ganz so schnell. Deswegen von mir Hilfestellung an euch. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist, wenn ihr irgendwelche Mods schon drauf habt, schmeißt sie erstmal am besten komplett ganz runter. Dass ihr das Ganze, ich sag mal, erstmal sauber den Hauptmod quasi installiert. Und vor allen Dingen das Wichtigste, und das ist das, was auch die Macher hier als Minimum angeben, deabonniert den Community Highlander. Der Community Highlander ist ein Mod auf der auf dem Steam Workshop auch zum Beispiel zu finden ist, der dabei hilft, anderen Mods quasi zu funktionieren, richtig zu funktionieren. Und warum sollen wir den dann runternehmen? Weil Long War of the Chosen bringt seinen eigenen Community Highlander mit. Der kann eventuell mal von dem regulären Community Highlander abweichen. Falls ihr jetzt euch fragt, wie deabonniere ich den, dann habt ihr wahrscheinlich, gehe ich mal stark davon aus, noch nie mit Mods gearbeitet. Dementsprechend werdet ihr es nicht brauchen. Aber einfach mal des Spaßes halber werde ich es euch mal zeigen. Wenn ihr es so wie ich auf Steam nutzt, ist die Sache relativ einfach. Ihr geht in die Bibliothek, sucht euch das Spiel aus, das ihr haben möchtet. Hier ist es zum Beispiel finden direkt und dann geht ihr auf den Workshop, so wie ihr auch Mods runterladet quasi. Und unter abonnierten Objekten werdet ihr den dann finden. Hier ist jetzt eine ganze Menge mehr drunter. Ihr sucht dann ganz einfach nach genau diesem Mod oder wenn ihr es so macht wie ich euch empfehlen würde, sagt ganz einfach alle deabonnieren. Und installiert euch dann das, was ihr für euer nächstes Spiel haben wollt, einfach wieder neu. Das ist die einfachste Art und Weise. Also, einfachste Art und Weise, einfach hier auf alle deabonnieren klicken, rupp, erstmal alles raus und dann die weiteren Schritte in der Installation, befolgen. Und wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, aber ich habe jetzt hier den Mod mit Kosmetik und so, den ich gerne noch hätte, aber jetzt nehme ich nicht rein, einfach rausschreiben würde, dann könnt ihr auch einfach nur halt quasi das Deabonnieren klicken an dem Community Highlander. Soll im Grunde auch funktionieren. Kann natürlich sein, dass euch dann Steam irgendwo bei Mods sagt, ist aber eine Abhängigkeit davon. Aber
Das ist eine Sache, da müsst ihr selber mit zurechtkommen. Bin ich ganz offen, muss jeder für sich selber entscheiden, was für Mods da drauf hat. Gehen wir wieder zurück zu GitHub. Hier ist dann Punkt 1 abgehakt, wenn ihr das gemacht habt. Punkt 2, runterladen. Der Beta 2-Zip-File könnt ihr hier bequem draufklicken, das Ganze runterladen. Erklärt sich für jeden, der mal ein bisschen mit dem Browser gearbeitet hat, relativ schnell selber. Brauche ich nicht großartig viel was zu sagen. Runterladen. Das Ganze muss dann entpackt werden. Und zwar in euren Steam Mods Ordner. Kann sein, dass der nicht existiert. Ist aber nicht schlimm. Den könnt ihr euch einfach dann selber erstellen. Steht hier auch hier: If the mods directory doesn't exist, create it first. Das ist generell der Pfad auf der Festplatte, auf der ihr es habt. Deswegen ist hier kein Buchstabe angezeigt. Weil, genauso wie es bei mir ist, kann das nicht unbedingt auf C sein. Es kann auch auf D, E, F, G, H, wie auch immer ihr die Festplatte, wo ihr eure Steam-Spiele drauf habt, halt benannt sein. Also, auf die Festplatte gehen, auf der ihr das habt. Und die ganze Sache dann raussuchen. Also auch das zeige ich euch jetzt gerne natürlich nochmal. Hier ist mal meine Übersicht für alles Mögliche. Ich habe XCOM noch auf der Festplatte D. Ich suche meinen Steam-Ordner, den weiß ich, wo ich ihn habe. Ich hoffe, ihr wisst das dann auch. Und dann geht es ganz einfach, genauso wie es auch hier die ganze Sache sagt. Ich versuche es mal irgendwie so nebeneinander zu haben. Ihr habt Steam, Steam-Apps, Steam-Apps, da, dann kommen, dann XCOM 2 und dann den XCOM 2 War of the Chosen und da dann XCOM Game. Und dort müsst ihr diesen Ordner dann erstellen, falls er noch nicht da ist. Und dann aus der ZIP-File, ich hoffe, ich brauche euch nicht erklären, wie man eine ZIP-File entpackt, die ganzen Sachen dann dorthin runterladen. Das ist dann schon die ganze Sache. Ich erkläre dann hier nochmal ganz kurz, dass dann halt in diesem Mods-Ordner halt die Ordner Long War of the Chosen und der Community Highlander dann drin sein müssten. Das ist im Grunde schon die ganze Sache. Das macht man quasi zur Erstinstallation und zu sagen auch, wenn man hier halt ein Upgrade macht für eine neuere Version. Falls ihr später mal zurückkehrt zu der ganzen Sache und ihr merkt, oh, das ist jetzt eine neuere Version da, dann empfehlen sie halt erstmal alles aus diesen, also quasi diese beiden Verzeichnisse, Long War of the Chosen und Community Highlander, einfach komplett zu löschen und erst dann das Ganze drüber zu entpacken quasi. Gut, man entpackt ja nicht mehr drüber, sondern entpackt es neu. Egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Falls sowas mal bei euch vorkommt, halt erst altes löschen, dann neues drauf. Ist halt nicht so einfach, wie einfach nur auf Abonnieren zu klicken wie in Steam. Ich denke mal, irgendwann kommt das bei denen auch. Keine Ahnung, warum sie es über GitHub nur machen. Werden wir ja sehen. Ob und wenn nicht, aber gibt's immer wieder mal. Dann kommt Schritt 4. Und zwar abonniert alle Mods aus der Required Mods Liste. Schön mit einem Link hier versehen. Könnt ihr euch also quasi auch neu aufmachen. Und dann kommt ihr direkt auf eine Steam-Seite. In meinem Fall jetzt erstmal unangemeldet, so wie es meistens ist, wenn man es normal über den Launcher halt benutzt und nicht über die Seite. Aber könnt ihr entweder halt sagen, okay, ich suche mir dann halt diese Kollektion in Steam raus und abonniere sie dort, oder ich suche mir halt die einzelnen Mods aus. Ich würde euch empfehlen, sucht euch ganz einfach diese Kollektion hier raus. Falls ihr nicht wisst, was Kollektionen sind, falls ihr sowas noch nie benutzt habt in Steam, zeige ich euch das auch mal ganz kurz im Steam Launcher. Kleinen Moment. Also, wieder zurück im Steam Launcher. Zurück. So, dann gibt es unter Durchsuchen, wenn ihr bei XCOM 2 drin seid, die Kollektion.
könnt ihr einfach drauf wechseln. Dann nimmt ihr einfach den Text, den ihr euch da... Ja, ich hasse es. So, nehmt euch einfach den Text, den ihr da eben hattet. Sucht danach und pack, da ist es. Und dann klickt ihr einfach auf alle abonnieren. Und dann habt ihr alle abonniert. Ganz einfach ist das. Dann lädt Steam, der Launcher ist automatisch für euch runter. Genauso könnt ihr das auch bei den vorgeschlagenen Mods machen, die ich euch anfangs erstmal empfehlen würde, weil es ist eine Menge Quality of Life mit dabei, kommen wir aber gleich noch dazu. Gehen wir erstmal wieder zurück auf die Seite, denn ich denke mal, das dürftet ihr hier soweit kapiert haben. So, da sind wir also jetzt mit Schritt 4 durch. Also die Required Mods, Required benötigt. Von daher installiert sie auf jeden Fall nach dem Entpacken von den eigentlichen Mod-Dateien. Gut, ja. Schritt 5. Löscht alle Dateien unter Dokumente, My Games, XCOM, War of the Chosen, XCOM und dann Config. Also in diesen Ordner hineingehen und den ganzen Inhalt dort löschen. Wie sie selbst hier schreiben, keine Sorgen machen dabei, denn die werden neu generiert, sobald ihr das Spiel startet. Und die werden dann mit Hilfe von dem Mod dann halt auch generiert, damit das dann auch richtig laufen kann. Scheint wohl nicht ganz so zu klappen, wenn man die noch alt drinne lässt. Deswegen macht diesen Schritt einfach. Ich denke mal, wie man Dateien löscht und wie ihr den Dokumente-Ordner findet, das werdet ihr wissen. Da brauche ich, denke ich mal, nicht allzu viel zu sagen. Und dann kommt schon der erste Start in Schritt 6. Und zwar einfach nur mit Long War of the Chosen und dem Community Highlander Mod aktiviert. Und all den Mods aus der benötigten Liste. Also hier aus dieser Required Mods Liste. Und mehr nicht. Erstmal nur so, damit sie es quasi erstmal durchladen kann. Dann können zwei Dinge passieren. Das erste, es greift gleich beim ersten Mal. So war es bei mir zum Glück auch. Und zwar, if you see Long War 2 Button in the game Main Menu, you're good to go. Also da, wo normalerweise ein neues Spiel steht. Smart stellt es übrigens alles auf Englisch um, also müsst ihr mit zurechtkommen. Also steht dann statt New Game dann Long War 2. Wenn da noch New Game stattdessen steht, dann einfach rausgehen und nochmal neu starten. Und dann sollte es funktionieren. Falls das nicht der Fall ist, gibt es von den Machern sogar einen Troubleshooting-Guide. Da müsst ihr natürlich für euren speziellen Fall dann mal reinschauen, falls das tatsächlich vorkommen sollte. Bei mir ist nichts passiert. Es ging alles in einem Schritt. Ich denke mal, das wird es bei euch auch sein. Aber man kann ja nie wissen, wenn Troubleshooting benötigt ist, ihr müsst halt für euren eigenen Fall selber reingucken. Das kann ich nicht alles mit euch zusammen durchgehen. Von daher, aber ich denke mal, die Macher haben da ganz gut mitgeholfen. Wenn ihr soweit seid, schlagen sie euch vor, also überlegt euch auch die vorgeschlagene Liste für das Long War of the Chosen Mod halt mit aufzunehmen. Macht es auf jeden Fall einfacher. Da sind so schöne Sachen drin wie Evac All, also Quality of Life. Also man kann quasi seine gesamte Mannschaft in den Abflugkorridor reinstellen, einmal draufklicken und sie werden alle auf einmal mit einem Seil hochgeholt. Anzeige, Verbesserungen etc. etc. Also einfach nur so ein paar, ich kann es mal kurz aufmachen, einfach nur mal so ein paar Sachen hier, Evac All, Improved Camera, sind so Sachen wie bessere Winkel nicht nur in 90 Grad drehen, sondern halt auch mal kleinere Gradschritte drehen. Show more Buffs, also dass man mehr sieht, was losgeht, dass man halt nicht so viel erstmal noch auf die Einheiten drauf gucken muss. Dinge, die man so halt auch sehen kann, aber halt
ich sag mal, so ein bisschen versteckter sind, wo man ein bisschen mehr Arbeit mit hat. Die zeigt einem so ein Mod halt von Grund auf selber an. Und, also das ist alles wirklich hauptsächlich Verbesserung der Lebenssituation. Einfach, dass man nicht so viel selber gucken muss. Ich empfehle es euch, macht's drauf. Ist wirklich eine Menge gutes Zeug mit dabei. Aber ihr könnt es auch weglassen, wie ihr möchtet. Kein Thema. Danach gibt es hier noch so ein paar Kleinigkeiten, die ihr beachten müsstet. Ich habe einmal ganz kurz reingeschaut, ob es richtig durchstartet. Ich meine, die meisten Sachen waren sowieso ausgekraut, sodass man sie nicht nutzen konnte. Aber einfach dran denken, wenn ihr eine neue Kampagne startet mit diesem Mod installiert, dann solltet ihr auf jeden Fall die Enable Chosen Second Wave Option aktivieren. Und zwar, wenn ihr mit den Chosen angeschaltet spielen möchtet. Und die kommen halt in dem Mod erst nach einer gewissen Mission hier, also nach dem ersten Netzwerkturm-Mission. Wenn ihr die erfolgreich habt. Ansonsten das Tutorial halt disablen, wenn ihr danach gefragt werdet, weil Mod. Tutorials wird es ein bisschen Probleme mit der Kampagne geben, wenn ihr gemoddet spielt. Von daher ausschalten. Und ansonsten Schritt 10 solltet ihr die Disable War of the Chosen Introduction bekommen, dann Disable Introduction. Denn ansonsten werdet ihr auch wieder Probleme mit eurer Kampagne bekommen, weil ihr dann Lost and Abandoned, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was es auf Deutsch im Spiel bedeutet, also es heißt verloren und zurückgelassen quasi, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, welcher Missionsstrang das ist. Ich glaube, das sind die das ist die Mission erst die Reaper zu holen und dann die Scharmützler, wo dann halt die Verlassenen auch mit dabei sind. Ich glaube, das ist der Bereich. Und der ist im Mod definitiv ausgelassen, weil im Mod startet man ein bisschen anders mit den anderen Fraktionen. Man kann sich zum Beispiel auch aussuchen, weil man hat direkt von Anfang an eine Fraktion ja frei, hat man ja im Hauptspiel auch. Man ist ja quasi direkt bei den Scharmützlern. Ja, Quatsch, nicht bei den Scharmützlern, bei den Reapern. Die einem ja auch helfen, den Commander rauszuholen. Und in dem Mod gibt es Einstellungen, auch bei anderen Fraktionen zu starten. Und wenn man sie auslässt, wird es so ein bisschen, gemischt. Also wo man rauskommt. Also kann auch sein, dass man halt mit dem Templar startet, die man ja als Letzte quasi kennenlernt im Hauptspiel. Ja, ansonsten gibt es noch zwei Dinge, auf die man achten soll. Nämlich zum einen, man sollte den Ironman-Modus nicht installieren, weil Long War of the Chosen ist ein Work in Progress. Es ist noch weiterhin in Entwicklung. Und es ist für euch besser, wenn ihr eventuell mal ein Save-File früher habt. Und es ist auch, falls ihr den Jungs und Mädels, ich weiß jetzt nicht, ob es Jungs und Mädels sind oder nur Jungs, keine Ahnung, oder nur Mädels, die das Ganze entwickeln, vielleicht weiterhelfen wollt, dann ist es auch gut, wenn ihr mehrere Save-Files habt, wo die dann mal nachgucken können. Und das gibt dann auch den zweiten Punkt, Enable Autosaving. Also halt wichtig, dass man mal zurückgehen kann. Das schlagen die von vornherein vor. Muss man halt bei Mods, die sich gerade halt auch noch, ich sag mal, in der heißen Entwicklungsphase befinden, halt mit einsehen, dass da mal was nicht ganz rund laufen kann. Und das müssten wir auch dann erwarten, wenn wir zusammen spielen. So, ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Viel ist es nicht. Das meiste läuft ja automatisch, dank dem Steam Workshop.
oder ja, halt einem einfachen Entpacken. Man muss halt nur wissen, wohin. Und wenn es irgendwas gibt, sag gerne, ich versuche zu helfen, aber bitte, ich bin nicht der Entwickler. Wenn ihr irgendwelche tiefgreiferen Fragen habt, schaut in den Troubleshooting-Guide und guckt, dass ihr da irgendwie das Ganze selber gelöst bekommt, weil, wie gesagt, ich bin nicht der Entwickler, ich versuche euch nur die ersten Schritte zu erleichtern und halt, wie man es findet. Das war's im Grunde. Und von jetzt an würde ich sagen, viel Spaß mit einer Staffel Long War of the Chosen. Mal schauen, wie wir uns machen. Und ihr seid übrigens eingeladen, euch freiwillig zu melden für Kanonenfutter oder Helden. Wie auch immer ihr es sehen möchtet. Ich sag für heute erstmal ciao.